Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum San Remo Festival 2022. Ey, wie geil, dass wir einfach... Ich bin nicht unsympathisch, ja. Oh Mann, ey, das geht ja schon gut los. Der Stream fängt ja schon direkt an. Ey, wenigstens bist du ehrlich, Alter. Ich glaube, so geht es einigen da draußen, die gerade zugucken. Wir befinden uns auf jeden Fall gerade hier mitten vor der Fanblast-Bühne. Es ist wirklich ein Fanblast-Village. Und ich muss echt sagen, hier wurde wirklich einiges aufgebaut. Die Paruka vom... Wallabilla! Die Gründer oder die Veranstalter vom Parukaville Festival haben das Ganze hier mit auf die Beine gestellt. Es findet heute zum allerersten Mal statt, San Remo Festival. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Wir haben ein richtig, richtig geiles Programm. Es ist hier einiges los. Was ist hier los? Jens, wegen dir hier. Unfassbar viele Leute. Ey, ich bin, nee, pass auf, das ist, die Leute wollen natürlich Partyspaß. San Remo, habt ihr Bock? Alter, das ist... Kann ich mal ganz kurz einmal... Hallo, du willst heute noch jemanden retten? Ja, sicher. Also gerne die ganzen Mädels hier, wenn die wollen. Ach, die ganze, ah, will keine gerade. Ja, ja, schade. Ah, aber mit dem Körper, Wahnsinn. Hey, zeig mal einmal deinen Körper. Ich zeig auch einmal, darf man Switch, Bauch ist nicht gut. Ja, ne? Unsere beiden nicht. Nee, unsere beiden können wir nicht. Können wir nicht, aber du schaffst das mit der Rettungsboje. Sehr geil. Also wir haben uns überlegt, Festival ist ja schön und gut, das ist immer schon geil, aber wir wollten Festival 2.0 machen. Wir wollten es auch für die Leute zu Hause. Wir wollten auf so einem Festival einfach ein geiles Angebot, geile Action, einfach geiles Programm hier schaffen. Und das haben wir heute gemacht, interaktiv wie nie zuvor. Die Leute zu Hause bestimmen, was hier eigentlich mit abgeht. Als erstes interaktives Festival der Welt. Ich werde nicht alle Acts hier heute ausplaudern. Man kann es... Ja! Ja! Ich frage nicht nach einer Umarmung. Von mir will es keiner. Nee. Ja, 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 ja. Will noch irgendjemand eine Umarmung von mir? Ach. Ach so, ja, wen soll ich umarmen? Ja, hallo? Ach, du willst? Na, dann komm her. Ja, ja. Wenigstens die Tür steht hier. San Remo Festival! Ihr seid ein Team. Wie heißt du? Phil. Phil? Phil. Super, einmal hier in die Kamera. Das ist Phil. Hi. Was machst du, Phil? Feiern hier, ne? Also, sonst so beruflich? Eine Ausbildung. Als? Kaufmann im Gesundheitswesen. Ganz langweilig. Ich bin die Elena. Hallo, Elena. Und was machst du beruflich? Eine Ausbildung als Speditionskauffrau. Perfekt. Ihr habt Bock, gegen uns im Bierkrug-Stemm anzutreten. Gebt euch einen Check einmal so, ja, yeah, teammäßig. Super. Zeig mal deinen Arm. Mach mal einmal Muskeln hier. Hoppa. So, wir nehmen noch Wetten entgegen. Wer glaubt, dass Knossi und ich gewinnen? Knossi ist der beste Mann, der schafft alles! Ja! Ey, das ist auch wieder, das ist so ein Kopfding auch wieder. Du musst einfach denken, du bist stärker, als du bist. Es ist anstrengender, als man denkt. Ich hab einen Puff. Das ist. Ohne Witz. Haben wir gewonnen? Warum haben wir gewonnen? Sie konnte nicht mehr, aber ich sag dir ehrlich. Schön. Knossi sieht auch super aus mit seiner Bemalung, ne? So, guck mal hier. Was haben wir als? Wir haben einen Burgerstand. Jawohl! Da ist gerade noch darüber gesprochen. Dankeschön. 40 Jahre. Was wären wir ohne unsere Freunde? Ohne, keine Ahnung. Die lieben Fans. Ja, Prost. Ja, ja. Kipp rein die Buddel. Nein, nein. Ich kenne das noch von früher. Wie hieß das? Lumberjack. Nee. Ja, na klar. Wie hieß das? Hieß das so? Das hieß früher Lumberjack, aber wir machen jetzt mal ein bisschen was anderes los. Erzähl doch mal ganz kurz für die Zuschauer. Jens, Alter, nee, der reißt die Segel. Gib den keine Alge mehr. Ja, ja. Mein Arm ist hier vorne. Wupp, ab das Ding. Ganz gleich Gas geben. Warte mal, als allererstes. Du stellst dich jetzt erst einmal kurz vor. Wer bist du und was machst du? Also ich bin Locke. Locke, ja. Holzkund Scholz und... Ich werde heute dem Knossi beibringen, noch lebt er, ja, bevor... Noch lebt mein Arm noch, hast du das gerade gesehen? Das war echt mutig. Und ja, du wirst, ich habe mit deiner Mutter gesprochen, die will das. Ich habe mit der Mama Ida Knossala gesprochen, auch mit sie angesprochen. Ich habe gesagt, ey, Sarah, was möchtest du, dass dein Junge für dich schnitzt? Und dann hat sie gesagt, naja, überrasch mich doch einfach. Ich habe jetzt was vorbereitet, deine Krone schnitzt du jetzt. Aus Holz? Ja, na klar, was denn sonst? Wir sind später, wenn Jens die Säge in der Hand hat, dann geht es bei mir schon wieder... Da stellen sich... Es ist... Vorsicht!
ihr seid sicher, dass der sich seine Krone später selber schnitzen soll? Naja, ja, was sagst denn du? Ja, du. Vielleicht nicht mehr so. Vielleicht nicht mehr so viel Alge, aber. Also ich finde, so einfach sieht das nicht aus. Ist einfach, aber. Weißt du, da ist doch wieder ungeduldig. Also. Hey, zum Glück haben wir die Brillen auf. Ja, Jens, auf jeden Fall. Er hört mir nicht. Aber er ist im Element drinnen, ne? Guck dir das mal an. Alter. Ja, 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 der weiß, wie es geht. Der weiß, wie es geht. Aber ich finde auch mit der Brille, das ist eine gute Kombo. Ja, 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 doch, doch, ist anstrengend, ne? Ich habe schon andere gesehen. Na bitte! Sag mal, guck mal, du kriegst gerade Lob. Ey, spitze. Es ist gut, er sagt, der Chef da, ja. Abstand, Abstand. Jens, hast du irgendein System, was du gerade verfolgst? Die Striche nach malen nach Zahlen. Machst du dir Sorgen? Ja, ein bisschen. Ja, was hast du hiermit zu tun? Ich bin sein Angestellter. Oh, du bist Ja. Ja, ne, kein Beispiel nehmen. Vielleicht ist das alles nicht ganz so richtig, ne? Alles gut. Wird schon. Wir stehen hier mitten in der Schussbahn. Und ist das... Also wirklich, wenn das nicht aussieht wie eine Krone, oder weiß ich auch nicht. Ey, ich sag dir ehrlich, ich würde es nicht besser machen. Ja, das ist, hat aber auch verschnitten jetzt. Ne? Du warst nicht gedacht. Nee. Jetzt hat er das verkackt, aber so richtig. Aber es ist schwer. Es ist schwer. Nee, das ist nur eine Gefühlssache, aber du hast das wirklich gut gemacht. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Aber der ist krass, ne? Das ist krass. Oh, oh, oh. Also, guck mal, Chat. Ja, genau. Zum Glück hat sie die Hose gerade angehabt. Ey. Guck mal das an. Ey. Leute schreiben im Chat, Locke, der Boss. Er rettet das noch. Das ist nicht ungefährlich hier. Naja, aber Locke, ich sag dir, wie es ist, du hast doch noch mal richtig was rausgeholt. Also mal eins in den Chat für den lieben Locke. Unfassbar sympathisch hier bei euch, also wirklich. Locke, der war bei mir im Stream und es war diese traurige Geschichte, dass er ausgeraubt wurde und alle seine Kettensägen wurden vor kurzem, die ganze Halle, alles wurde geklaut. Ne? Du bist unfassbar motiviert rangegangen, Jens. Du warst zwar gut. Ey, aber wenn man das der Mama schicken, ist die stolz. Ist die richtig stolz. Ja, vielleicht bei Seven in the Wilds nimmst du Säge mit. Wenn die langweilig ist, machst du da ein bisschen an den Palmen. Wäre ein Traum. Wäre ein Traum. Oh, oh, oh. Okay. Nimm den das Ding aus der Hand. Nimm den das... Ja, wirklich. Lebensgefahr. Lebensgefahr. Ist der letzte Dreh, den ich mache. Der ein oder andere sollte ihn auf jeden Fall kennen. Wie lange machst du schon YouTube, mein aller Jutster? Ich glaube mittlerweile 12 Jahre oder so. Ich bin ein alter Sack mittlerweile. Du bist ja nicht optisch noch ein junger Sack und du bist auch aktiv. Oft am Auflegen. Ja, Auflegen tun wir fleißig, aber YouTube nicht mehr ganz so viel. Da machen wir WDR, Reisedokumentation. Das die öffentlich-rechtlichen, da wo das Geld zu holen ist, genau. Ne? Genau, da bin ich untergekommen. Nach den ganzen Jahren. Kannst du was klar machen für mich? Ja, kriegen wir hin. Lass mal später reden. Geil, wen hast du mitgebracht? Wer tritt mit dir an? Der Mo. Kennt der ein oder andere sicherlich auch? Oh. Sprachtechnisch könnte man denken, ich habe so viel getrunken wie du schon. Ich habe nur Hallo gesagt. Auf geht's, Saraza, ja. Aber in der Ruhe liegt die Kraft und dafür kennen wir ihn auch, weil er ist einer, der ist besonnen und der weiß, wie man das macht. Gut übergeben. Mo sagte mir im Vorfeld schon 1,5 Promille. Oh! Was war das für ein Sprint? Was war das für ein Sprint? Knossi, und jetzt wir. Oh, schön. Schnell, was? Wir haben's. Wir haben ihn. Aber ey, Mo hat sein Leben lang noch nie was anderes gemacht. Der hat mir nicht verraten, dass er 5 Jahre im chinesischen Tischtennis war. Prost, ihr Säcke. Prost, du Sack. Zicke, zacke, zicke, zacke. Oi, oi, oi. Ach, Spendy Boy. Später noch Community Tinder. Ich hab richtig Bock. Was hast du Bock? Community? Ja, willst du mitmachen? Ich mach mit. Ja, ey, Spendy? Ich will einfach dabei sein. Ja. Geil. Chat, habt ihr das gehört? Er ist bei Community Tinder gleich. Ist er mit dabei? Nein, da bin ich nicht dabei. Nein, ich hab was auf der Bühne. Dabei. Nein, ich hab was anderes gedacht. Nein, da bin ich nicht dabei. Nein. Ich bin verlobt. Ist doch Spaß. Für den Spaß. Nein, verstehe dich gar nicht. Für den Spaß. Deine Frau? Nein. Warum soll es dann meine verstehen? Ja, okay, verstehe ich. Nein, Quatsch. Es wäre nur Spaß, aber ich verstehe. Für den Spaß auch doof. Außen hart, innen weich. Frau hat die Hose an. Ja, ist bei mir auch.
Quatsch. Doch. Ihr habt beide. Bei dir auch, gell? Ihr tragt beide dieselben Hosen. Wir wollen das auch, wir können das nicht, Verantwortung und sowas. Muss die Frau die Sachen unterschreiben. Schnelles Themawechsel, was machen wir jetzt hier? Wir haben so einen Lack entwickelt und wenn du den drauf sprayst, ist der durchsichtig. Und wenn die Sonne kommt, wird der halt bunt. Und damit kannst du halt Schuhe designen, Handyhöhlen designen. Ah ja, guck mal. Und wenn dann UV-Licht drauf kommt, wird's halt wieder bunt. Und du kannst halt alles individuell machen. Handyhöhlen, Sneaker und wenn du ganz bekloppt bist, halt auch eine G-Klasse. Du machst gleich noch den Deckel hier. Machst du gleich nochmal den Autodeckel. Komm, Micky, einfach mal drauf. Er hat doch gesagt, ja, einfach mal. Ist ja löslich, komm. Warte, Ton. Nein. Oh. Einmal kurz das panische Gesicht gerade. Habt ihr es gesehen? Die gute G-Klasse und jetzt hier. Ja, aber trotzdem lieber hier. Guck mal, hier ist das. Nein. Hier das? Ey, das war gerade mein Highlight. Also da hast du dich gerade schon. Ey. Mach nochmal einmal hier oben. Nein. Lösemittel. Also egal was ich besprühe, es ist nur im Tageslicht wird es genau, sichtbar. Genau, komm. Das wird jetzt im Hellen wird das hell. Okay. Das wird jetzt im Hellen wird das hell. Guck mal, hier hast du noch eine Schablone. Du kannst hier beim Festival machen und alle, die es halt selber ausprobieren wollen, können halt auch bei uns im Shop das holen. Ich glaube, wir haben sogar einen Code heute mit Knossi10. Okay. Und da kann man das bei colors-world.de kann man halt lustig shoppen und bei uns findet man dann halt auch noch so ein paar Anwendungsbeispiele, was man machen kann. Am einfachsten, besten funktioniert es auf hellem Untergrund tatsächlich und auf dunklem nicht immer so gut. Oh. So, wer will noch eine Krone haben? Marc. Ja, du hast einen Kreis gesprüht. Nee, wunderbar. Wärst du eine Süßkartoffel, dann wärst du eine Süßkartoffel. Also wärst du eine Kartoffel, dann wärst du eine Süßkartoffel. Nee, du bist leider raus. Hey, du siehst so aus, als würden dir meine Hundis gut stehen. Guck mal, was sagt das Publikum? Wie, sagt ihr Buh oder sagt ihr Buh, Hörns? Nein, also... Von all deinen Kurven ist dein Lächeln das Schönste. Laut und deutlich. Von all deinen Kurven ist das Lächeln das Schönste. Oh, du alter Charmeur. Was ist das Verrückteste, was du heute getan hast? Mensch, aber die Antwort würde ich schon gern noch hören. Ich war gerade beim 10 irgendwas Konzert, das war nice. Wer von diesen Herrschaften... hat ein super Date und fliegt heute noch Abend noch mit dir nach Mallorca. Leider nicht. War ein Spaß. Ich weiß, wie du nimmst. Soll ich sagen? Ja, sag. Der 1,95 große. Ja. Oh. Wirklich? Und da könnt ihr beide jetzt noch mal hier. Da gibt's die Umarmung. So läuft das hier ab beim Community Tinder. Da haben wir euch tatsächlich zusammengeführt. Küssen. Nein, Spaß. Hört doch, auf. Macht mal jetzt. Wie bitte? Küsst euch jetzt. Also nur, wenn ihr wollt. Tatsächlich. Macht mal Applaus, wir haben tatsächlich Leute zusammengeführt hier. Ja, guckt euch das an. Gar kein Problem, oder? Da wird doch mal tatsächlich nochmal ein Schmatzer verpasst. Möchte jetzt die besten Anmachsprüche von euch hören. Laut und deutlich ins Mikrofon. Ihr könnt euch hier so hinstellen. Hier ist eine schöne Distanz. Ich bin mal gespannt. Ja ist nach rechts, nein ist nach links. Ey, Schnitte ist schon belegt. Das hat gereicht. Mit Schnitte schon belegt, kommt man auch direkt in die nächste Runde. Du musst dir jetzt vorstellen, das wären Eiswürfel. Das Eis ist zwischen uns gebrochen. Ich fasse zusammen. Wir haben uns gerade vorgestellt, dass das Konfetti ein Eiswürfel ist. Du schmeißt es auf den Boden und sagst, das Eis ist gebrochen. Das Eis ist gebrochen bei euch. Der Julian winkt alle durch, der winkt alle durch. War das lieber auf den ersten Blick oder muss ich nochmal vorbeikommen? Nochmal. Du kannst nochmal vorbeikommen, geh rechts. Gerne. Das war auch, also du winkst alle durch, ne? Du kannst nur eine, ne? Du kannst nur mit einer ein Date. Du weißt doch, wie das läuft, alle nach rechts. Ich bin ehrlich, ich habe keinen anderen Spruch, du siehst nett aus. Oh! Ja, wirklich, Julian. Okay, wir sind gespannt. Die 26-Jährige. Ich bin Umzugshelfer, soll ich dir beim Ausziehen helfen? Ach, so einer. Naja, aber es wird nur eine werden. Jede Frau ist hübsch, egal wie sie aussieht.
Bin ich super, bin ich ganz deiner Meinung, aber du musst dich trotzdem für einen entscheiden. Du hast jetzt auch ein bisschen was von den inneren Werten mitbekommen. Du hast die Qual der Wahl. Können wir was mit den Zuschauern zusammen machen? Wir können ja mal Sandra fragen. Lea. Du musst dich jetzt tatsächlich entscheiden. Ich nehme die Nummer 4. Die Nummer 4. Wer ist die Nummer 4? Die Blonde. Hui. Hui. Da haben wir wieder welche zusammengebracht. Ihr dürft euch natürlich küssen, ne? Da sind wir natürlich, da gucken wir dann zur Seite. Was müsst ihr jetzt machen? Ui, da, auch da gibt es wieder einen Schmatzer. Ui, also, da soll noch mal einer sagen, dass das nur in meinen Videos klappt. Also es klappt mittlerweile überall. Ich bin froh, meine beste Freundin ist schön verkuppelt. Ist wirklich deine beste Freundin? Ja, wirklich. Echt, hast du noch mehr von denen? Sandra, stell dir vor, ich bin dein Stiefbruder, weil wir Familie sind. Für dich wäre ich wieder straight. Rechts? Komm mal her. Komm mal her. Komm was ist das denn? Komm mal her. Nein. Das hier so ein Hündchen ist. Geh du mal hin. Okay. Gut. Wo sind wir denn hier? Überleg mal. Ich krieg dich mit einem Finger zum Kommen. Was meinst du, was ich mit zwei schaffe? Bruder, links. So, nächster. Bleib mal das Mikro haben. Saufen, Fühlen, randalieren, Samen an die Mutti schmieren. Das ist unser einzig Trost. Prost. Sandra. Nee, leider nicht. Mit dem grünen Hemd konnte das für mich grünes Licht heißen, oder? Ja, ja komm. Grünes Hemd, grünes Licht. Und jetzt darfst du eine Entscheidung fällen. Du darfst dir einen aussuchen. Ich nehme mich natürlich Shady Modus. Gut, Shady Modus hat gewonnen. So, das war die letzte Runde. Wir bumsen Community manchmal Tinder. Anonym. Laber so. Habt ihr schon mal Papierflieger gebaut? Bitte? Papierflieger? Natürlich. Papierflieger. Das ist nämlich unser erstes Spiel. Der Preis für dieses Spiel ist ein Starter-Set von Air Up. Air Up Starter-Set ist der Preis für dieses erste Spiel. Sollten die Creator gewinnen, Schmitti und Spendi, wird das direkt im Chat verlost. Gewinnt ihr, kriegt ihr die Dinger. Und die Zeit läuft. 60 Sekunden ab jetzt. Wenn ihr die Papierflieger fertig habt, wenn der Gong ertönt, werden wir euch diese Papierflieger werfen lassen in die Weiten dieses Publikums. Und wer weiterkommt, gewinnt diesen ersten Preis. Also ihr geht eher auf die lange Taktik und hier ist der gute alte Bluter. Wunderbar. Welcher Flieger fliegt heute am weitesten? Spendi, Spendi. Let's go. Boah. So, das war, mein lieber Mann, das war kein Meter. So, jetzt ist, scheint einfach zu sein. Pass auf, nicht übertritt. Einfach weiter als dieser Flieger. Und, oh, 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 herzlichen Glückwunsch. Das kann dann nicht so schwer sein, hier das Ding zu schmeißen, oder? Das kannst vergessen. So, aber jetzt, komm, einmal. Nee, komm mal. Alle anfeuern. Boah. Ich hab einen Puff. Meine Puff-Mama heißt Leila. Sie schöner, jünger, geiler. Oh, lala. Oh, 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 oh. Sandra, du hast es im Auge. Spendi verloren. Wird knapp. Spendi, oh, und herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. So. Huch. Wird, hier aufzutreten. Ich liebe dich über alles, Bruder. Sebastian Reifer, du bist der Beste. Möchtest du meine Mutter heiraten? Ist das deine Mutter? Ich bin leider vergeben. Aber was heißt leider? Ich bin glücklich. Warte mal, warte mal. Schatz, hab mich versprochen. Hab mich versprochen. Worauf freust du dich am meisten im Dschungel? Bis jetzt auf gar nichts. Vielleicht auch mal auf die Ruhe. Vielleicht mal, dass man ein bisschen Ruhe hat. Rossi, du warst ja schon länger berühmt mit Ninja Warriors und der Poker Nachtstars. Wie gehst du mit diesem großen Erfolg in dieser kurzen Zeit des Online-Streams und YouTube um? Ich sehe das nicht als Erfolg. Wir sind doch alles Freunde. Aber bei Ninja Warrior war ich nie. Wann endlich mit Sandy im Megapark? Wer? Mit Sandy. Sandra im Megapark? Können wir uns gut vorstellen, oder? Ja. Sandra,
stimm mal deinen Megapark-Song an. Ich hab einen Puff. Oh, meine Puff-Mama heißt Leila. Wir werden heute, es gibt heute eine Aufgabe, die ihr, also das iPhone wäre ja zu einfach, wenn wir euch einfach das iPhone geben werden, ne? Und deswegen gibt es heute eine Challenge. Jetzt was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu? Augenbrauen abrasieren. Beide. Nee, eine reicht. Eine reicht. Aber dann ja auch beide. Also ach, du willst beide, gleich? Was soll ich denn mit einer Augenbraue? Ja. Du musst nur, ja, aber das ist, also. Ich mach's. Du machst es! Du machst sie es! Sie macht es! Ich mach's. Aber mit Schmackes. So, pass auf, aber deine Freundin wird es bei dir machen. Ich oh Gott, nicht, mach langsam. Mach vorsichtig. Voll 13. Ja, ist egal. Ich kann nicht. Oh Gott, ey, wie, macht man das gegen den Strich oder? Mann. Langsam, langsam. Nein. Du grüne Nonne. Ach du heilige Makarena. Feuert sie mal mit mir alle mit dem Klatschen. Wahnsinn, ehrlich, Alter. Wahnsinn. Die macht's echt, ne? Sie zieht's durch. Sie zieht's wirklich durch. Ich sag, das muss man sich verdienen, seit der Zeit. Wer kennt die Show Balls? Wer kennt die Show Balls? Weil schon mal jemand. Wer sagt in der Show Balls, für 3000 Euro mache ich alles? Wer von euch? Ja? Auch einige hier, die würden auch das alles machen. Sandra, du meinst, du hättest es auch gemacht? Ich hab's damals auch gemacht, ja. Hast es gemacht? Ja. Für, also, für nichts. Für nichts. Einfach so. Für nichts Cooles. Für Cooles, ja. Für den Flex hat Sandra das gemacht. Ein großer Applaus! Kommt mit vor! Kommt mit vor! Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch! Hier ist dein iPhone 13. Komm, ein großer Applaus für dich! Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers. Was wären wir ohne unsere Freunde, ohne euch, die lieben Fans?